Hallo ihr Lieben, erstmal ein frohes neues Jahr. Jo, wir sind nicht zu Hause, wir sind wieder unterwegs. Wir stehen gerade am Chiemsee und wir haben heute den, ich weiß gar nicht, was haben wir heute für ein Datum? Heute ist der 6. Januar 23 und wir haben einen Kurztrip gemacht. Wir wissen noch nicht, wo es hingeht, wahrscheinlich nach Wien, Zillertal, wir schauen irgendwo in die Alpen rein. Jetzt stehen wir hier am Chiemsee und zwar hieß das Prien am Chiemsee. Prim am Chiemsee. Jo, und wenn ihr euch das Video angucken wollt, bleibt dran. Lasst gerne ein Abo da, gerne Daumen hoch. Habt viel Spaß mit dem Video. Und wie gesagt, wir wissen noch nicht, wo es hingeht. Als erstes gehen wir nachher mal gleich über den Platz, wo wir jetzt hier stehen. Also, bis dahin, bleibt dran. Ciao. Also über den Platz gibt es nicht viel zu sagen, aber hier ist Platz für 12 Wohnmobile. Leichter Schotterplatz auf einem großen Parkplatz für PKWs. Hinten abgetrennt extra für Wohnmobile. Strom gibt es aus dem Automat mit Geld. Wir brauchen keinen Strom. Ich glaube, 1 Euro reinschmeißen und dann kommt man vielleicht die ganze Nacht mit hin. Wir zahlen jetzt für die Übernachtung 15 Euro. Das ist völlig okay. So, jetzt laufen wir runter zum Chiemsee und wie gesagt, hier ist der Parkplatz und ab da können dann die Wohnmobile stehen. Also 12 Wohnmobile haben auf jeden Fall Platz hier. Ja, mehr gibt es über den Platz gar nicht zu sagen. Bezahlt wird vorne im Kassenhäuschen. Drauf kommt man mit einer Schranke. Ah, da stehen noch ein paar Infos, da gehen wir mal hin. Ah ne, doch für Wohnmobile. Oh, eine End- und Versorgung gibt es auch, sehe ich gerade. Nicht? Sportboot, Hafen, Stippelwerf. Aber ah, nur okay. April bis November, von 9 bis 12, 14 bis 18 Uhr, Feiertag auf an. Also nur im Hochsommer. Okay. Aber gut, brauchen wir ja auch nicht. Jo, das waren die ganzen Infos über den kleinen, aber. Schönen Platz am Chiemsee.
So, ihr Lieben, der Tag am Chiemsee geht vorbei. Gerade noch Drohne fliegen lassen. Ja, heute werden wir dann heute übernachten. Gleich gibt es was Schönes zu essen. Jetzt wird es auch ein bisschen schattig langsam, aber die Sonne ist auch weg. Und wir haben ja Anfang Januar, das ist halt ein bisschen kalt, ne? Ja, wie gesagt, jetzt noch was essen. Morgen geht es weiter Richtung Wien. Und von da aus schauen wir wieder nach was Neuem und so verbringen wir jetzt die nächsten Tage. Die nächsten 10 Tage, was haben wir? Ja, 10 Tage haben wir. Von da nach da, von da nach da, von dort nach dort, von dort nach dort. Immer irgendwo hin, ohne wirklich einen Plan zu haben. Aber das ist ja das Schöne am Camping oder überhaupt am Camper, am Wohnmobil, dass man einfach sich reinsetzt, losfährt und schaut, wo man landet. In diesem Sinne, ihr Lieben, habt einen schönen Abend und wir sehen uns morgen wieder. Ciao. Jo, heute geht's weiter. Wir haben jetzt die Nacht am Chiemsee verbracht und man kann hier wirklich super geil schlafen. Es war echt ruhig gewesen, man hat gar nichts gehört, keine Autos, nichts. Ja, also wir haben uns jetzt entschieden, nicht nach Wien zu fahren, sondern wir fahren wahrscheinlich Richtung Italien, vielleicht Richtung Mittelmeer, aber wir wollen mitten durch die Alpen durch.
ein paar Passstraßen mitnehmen, also nicht die typische Autobahn, Landstraße, wie auch immer, sondern wirklich ja, durchs Nirgendwo zu fahren, kleine Dörfchen abzuklappern, vielleicht mit viel Schnee, da mal stehen bleiben, hier mal stehen bleiben. Ja, wir schauen einfach, wie es weitergeht. Aber erstmal muss ich die Scheibe, die ich schön ruiniert habe, versuchen irgendwie sauber zu machen. Kann man das erkennen? Ja, kann man. Ich dachte mir, ich putze mal Scheiben, aber das ist absolut nicht mein Ding, wie man sieht. Die habe ich ordentlich ruiniert und wir kriegen sie gerade nicht irgendwie sauber, weil da der absolute Film drauf ist. Ich weiß nicht, was für ein Film, aber ein Film ist drauf. Ein Schwarz-Weiß-Film ist es nicht, auch kein Buntfilm, es ist ein Film. Also ihr Lieben, dann geht es jetzt gleich weiter Richtung hoffentlich Schnee. Bis dann. So ihr Lieben, wir waren gerade einkaufen im Penny. Genau gegenüber vom Penny haben wir einen wunderschönen Stellplatz gefunden. Günstig, sauber, richtig gut. Der ist hier an so einer Tennishalle. Und hier kann man Ent- und Versorgen ordentlich. Wie man sieht, das ist relativ groß, einige Stellplätze. Und ja, ein kleines Häuschen, da drin kann man entsorgen. Alles richtig sauber und gepflegt und günstig. Ich werde euch da gleich mal einen Screenshot von Park for Night reinmachen. Ja, mein Schatz sucht gerade Wasser. Also wirklich schön. Also hätten wir jetzt auf der anderen nicht gefunden gestern, wären wir hier wahrscheinlich gelandet. Mit Sicherheit. Jo. So sieht's aus. Also wirklich wunderschön gepflegt. Ganz toll. Überall Wasseranschluss, Stromanschluss. Restaurant habe ich gerade gelesen, gibt es hier drin. Jo. Also. Ach, hier ist ja die Tafel auch. Aber wir fahren jetzt weiter. Das war jetzt nur reiner Zufall zum Ende und Versorgen für uns. Ach, und der Stellplatz befindet sich direkt am Modellautomuseum Bernau. Das ist hier hinten auch noch. Wird wahrscheinlich heute geschlossen sein. Ah, das ist natürlich geil. Ja, aber wie gesagt, wir fahren jetzt weiter. Ja, da drin ist die Entsorgung wirklich, wirklich sauber. Ganz schön gemacht.